Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag. Und nachdem ich neulich in einem Video erklärt habe, wie man mit Hilfe von einem Stereo-Delay seine Vocals räumlich machen kann, ohne dafür einen Hall-Plugin zu benutzen, ist mir aufgefallen, dass diese Methode für einige Stile dann doch ein kleines bisschen zu aufwendig oder zu auffällig sein kann, obwohl es schon relativ unauffällig gewesen ist. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir gerne das Video hier oben nochmal einblenden. Aber wie gesagt, diese Methode kann für einige Musikstile, zum Beispiel für den Rap, ein bisschen zu aufdringlich sein, weil es ist halt am Ende des Tages dann doch schon eine Stereo-Räumlichkeit, die wir da den Vocals hinzugefügt haben. Oder aber du möchtest einen Grundstartpunkt, eine Grundräumlichkeit für deine Vocals haben, die du dann nutzt, um dann weiter zu bearbeiten, deine Vocals mit einem exzessiven Hall und mit einem Delay vielleicht noch und so weiter. Aber wie gesagt, du möchtest vielleicht eine Grundräumlichkeit herstellen. Beides geht mit dem Trick, den ich dir heute zeigen möchte. Und was wir dafür brauchen, ist wieder mal ein Delay, aber diesmal ein Mono-Delay und ein ganz besonderes, denn es geht um ein Slapback-Delay. Ein Slapback-Delay, du hast richtig gehört, das ist dieser Effekt, den man aus den 50er Jahren von Elvis oder von Chuck Berry oder so weiter kennt. Dieser Effekt, dieses schnelle Echo, was hinter den Vocals ist. Und wenn man das subtil einsetzt, dann kann man damit seine Vocals schön räumlich gestalten, ohne dass es wirklich auffällig wird oder vor allem, dass die Vocals nicht im Stereopanorama sehr verbreitet werden. Und wir schauen uns das mal am Beispiel an. Hier, ich habe diesen Track hier vorbereitet, den hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört. Falls nicht, dann genieß jetzt schon mal den Anfang. Wie man hört, überhaupt null Räumlichkeit bei den Vocals. Die sind natürlich stark bearbeitet, damit die diesen speziellen Sound haben. Aber es ist eben keine Räumlichkeit dabei. So eine kleine Räumlichkeit sollen sie dann aber doch haben. Und deswegen unser Slapback-Delay-Trick heute einfach mal. Ja, wie gesagt, wir brauchen dafür ein Delay. Bei Logic wird das mitgeliefert. Ich nehme einfach mal das Tape-Delay in Mono. Ganz wichtig. Beim letzten Mal hatten wir ein Stereo-Delay. Dieses Mal nehmen wir ein Mono-Delay. Und für ein Slapback-Delay braucht man ein sehr kurzes Delay. Das heißt, ich wähle hier einfach mal, ich habe jetzt hier mal das Tempo-Sync ausgemacht und wähle jetzt hier einfach mal bei der Delay-Time. Also Tempo-Sync bedeutet, dass das Delay hier quasi mit dem Tempo der DAW zusammengekoppelt ist. Das heißt, wenn ich eine Viertelnote einstellen würde hier zum Beispiel, dann würde er genau das ausrechnen, was passieren würde bei dem Tempo von 110 Beats pro Minute, die wir hier haben. Aber in diesem Fall möchte ich einfach ein Slapback-Delay mit 100 Millisekunden nehmen und stelle hier auf der rechten Seite dann beim Feedback einfach mal 0% ein. Mischungsverhältnis Dry, das trockene Signal nehme ich immer auf 100% und mische dann je nach Gusto hier das nasse, also das Delay-Signal, das verzögerte Signal dann dazu. Und das hören wir uns mal kurz solo an. Ne, klassisches Slapback-Delay. Aber damit das dann diese subtile Räumlichkeit bringt, darf man das halt nur so ganz gerade so an die Hörgrenze ranmachen. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen weniger. So, ungefähr so. Mal aus. Trocken. Und wieder an. Und weil man ja, wie du schon weißt, nicht den Solo mischt, machen wir das Ganze mal im Zusammenhang mit dem Track und hören uns das Ganze nochmal von vorne an und mischen dann quasi dieses Slapback-Delay an die Hörgrenze ran, sodass wir Räumlichkeit kriegen, ohne dass es jetzt großartig auffällt. Tolle ist, dass wenn du den Effekt wegnimmst, dann klingt es trocken und direkt vor der Nase und wenn du ihn dazu gibst, so ganz subtil nur, dann merkst du, dass die Vocals irgendwie mit der Musik besser verschmelzen. Und wie gesagt, hier, wir haben jetzt noch ein relativ dichtes Arrangement hier beim Rap, kann es zum Beispiel sein, dass du deutlich weniger noch hinzufügen musst, aber so eine kleine Räumlichkeit kann man dann trotzdem hinzufügen, obwohl beim Rap ja normalerweise sehr trockene Vocals gefragt sind. Ne? Probier es einfach mal aus, ich meine, man kann es ja, verlieren kann man nichts, man kann es nur ausprobieren, aber ich denke, das könnte eine gute Variante sein, um einfach mal seine Vocals ein kleines bisschen anzudicken, kleines bisschen räumlich zu machen, ohne dass man dabei auffällt. Ich hoffe, der Trick hat dir gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!